Okay, hello, it's the Martian, Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden, fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und es funktioniert noch nicht. Wir müssen natürlich mal eben die Game-Aufnahme an Minecraft umstellen. Jetzt aber. Alle nuklearen Vernichtungen könnte der Wiederaufbau unserer großen Nation nun ihre Aufgabe sein. Aus diesem Grund hat Vortech Trainingsfilme und Broschüren entwickelt, damit sie die sieben Attribute besser verstehen, die sie special machen. Special. Sprechen wir über die Vorteile der Beweglichkeit. Also wie ihr feststellen könnt, ist das 404. Und wir schauen uns einfach mal kurz den Vorspann hier. Auf das Leben, wie wir es kennen. Die dauerhafte Strahlenbelastung kann die Menschen an der Oberfläche in geschwächte, verrottende Wesen verwandeln, ohne Sinn und Verstand. Sie haben keine Manieren und sind sehr leicht reizbar. Machen Sie das Beste aus den Ihnen zur Verfügung stehenden Waffen. Aber der Wille allein hilft Ihnen nicht viel weiter. Versuchen wir es nochmal. Denken Sie daran. Mit Ihrer hohen Beweglichkeit können Sie entschiedener mit Vats agieren. Sehen Sie? Ein Kinderspiel. Beweglichkeit kann Ihnen auch in schwierigen Situationen helfen. Aber warum sich selbst diesem ganzen Stress aussetzen? Versuchen Sie es auf subtilere Weise. Der heimliche Ansatz ist immer eine Überlegung wert. Ihre Beweglichkeit kann einen Schleichangriff zu einem taktischen Manöver machen. Aber denken Sie daran, andere haben vielleicht die gleiche Idee. Ihre Beweglichkeit hilft Ihnen dabei, durch das Ödland zu kommen und hat noch weitere Vorteile. Überfallen Sie einen ahnungslosen Träumer. Laden Sie Ihre Waffe schnell nach. Decken Sie weitere Ziele mit zusätzlichem Schaden ein. Lesen Sie aufmerksam Ihre Vortech-Broschüren, um sich fürs Überleben zu rüsten. Und die Frage zu beantworten, wissen Sie, was Sie special macht? Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Und wir sind jetzt hier mittendrin in Fallout 4 im Vorspann. Wir werden ein neues Spiel starten, es bestätigen und gucken uns jetzt den echten Vorspann an. Nachdem es geladen hat. Ich muss sagen, Fallout 4 finde ich persönlich richtig gut. Ich muss auch sagen, besser als Fallout 3. Manche Leute finden oder sagen, ja, es ist ein bisschen blöd, dass diese Stadt nicht mehr so zur Geltung kommt wie damals. Also, dass man halt nicht unbedingt 50 Punkte auf Pistole braucht, um damit zu treffen. Ich finde das ganz gut, dass das heutzutage so ist, dass ich mit Aim treffe. Zumindest mehr als früher. Ah, jetzt gucken wir erstmal hier zu Fallout 4. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles.
Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. So, da sind wir doch auch schon in der Charaktererstellung. Und ich muss ja echt sagen, ich frage mich wirklich, hat er am Anfang gesprochen? Hat man ihn gesehen, wie er da langläuft mit dem Bild seiner Frau? Wann ist das passiert? Man weiß es nicht. Vielleicht erfahren wir es irgendwann im Laufe der Geschichte. So, wollen wir doch mal gucken. Wir wollen ein Gesicht bei A mal ändern. Gesicht. So ist doch ganz gut. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen Geschlecht, Körper. Nee, F. Farbe auf warm schwarz. Hey, warst du gestern beim Friseur? Süß. Bart haben wir denn da so für Bart? Gangster, was meinst du, Schatz? Gut. Mit oder ohne Bart? So finde ich es eigentlich schon super. Natürlich noch ein bisschen. Nasenform. So eine süße Nase. So finde ich's gut. Schatz, findest du meine Nase zu groß? Nein, so finde ich sie ganz gut. So finde ich das gut. Oh, hier. Das Gefühl, hier fehlt ein bisschen Textur. Das soll das ein Haar sein? Ich glaube, das ist ein Fehler. Aber egal. So, lassen wir das jetzt. Escape zurück. Enter. Charakter bestätigen. Und wir sind jetzt auch schon mittendrin im Spiel. Ich laufe jetzt mal schnell lang. Und mach das Radio aus. Aber ich weiß nicht, ob diese Musik vielleicht doch geschützt ist. Und wir machen einfach mal diese Musik hier an. So. Hier haben wir einen kleinen Sohn, Sean.
das noch hören. Wir machen mal Einstellungen, Audio, Effekte, alles hoch. Dann mache ich nochmal die Musik ein Tick leiser. Ja, so ist doch schön. Ich glaube, so ist besser. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall im Tutorial sozusagen. Ah, guten Morgen, Sir. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gekühlt. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Zeitung, ja. Schmeckt ein bisschen komisch, du Roboter. So. Korknack, der Papa im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Ja, die Grognack-Bänder kennt man auch noch aus den Teil 3 auf jeden Fall. Die anderen Teile habe ich gar nicht gespielt. Immer nur das gleiche Zeug. Ah, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Wir haben einfach meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Das finden wir super, dass er das so toll macht. So, nochmal eben kurz das hier. So, und weiter geht's. Schatz? Wow. Wie konnte jemand wie ich so ein Glück haben? Das weiß ich auch nicht. Wie du das hingekriegt hast, du. Der Fernseher scheint mir dafür, dass wir atombetriebene Autos haben, ein bisschen primitiv. Die guten alten USA. Tja. Ich bin so stolz auf Sie. Sie ist ein Anwalt, Doktor. Wahrscheinlich der Vertreter. Juristik. Guten Morgen, ich komme von Vortec. Ja, hallo. Ja, guten Morgen. Morgen. Was für ein Tag. Sehen Sie sich diesen Himmel heute an. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Ich bin froh, Sie sind. Dann bin ich froh, dass Sie gekommen sind. Oh, ich auch. Sie haben ja keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage, äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Gibt es denn da auch genug Platz? Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher, aber sicher. Ach, wir reden jetzt selber, ich brauche das abgesehen gar nicht voll. Von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie drei war das anders. Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Ja, okay. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann... Also ich habe mir überlegt, wir machen einen ausgewogenen Charakter. Können dann immer noch einfach skillen. Man könnte natürlich auch noch mehr auf Intelligenz machen. Dann bekommen wir nämlich viel schneller Erfahrungspunkte. Das wäre auch noch eine Sache. Dann hätte ich halt Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer und Glück runter machen. Und dafür Intelligenz auf 8. Beweglichkeit und Charisma lasse ich nämlich mal auf 4. Das könnte ich auch noch machen, dann kriegen wir schnell Erfahrung. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wir heißen natürlich mit Vornamen Milton und mit Nachnamen Zockt. Und ja, dann wollen wir das mal so annehmen. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Board. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Und jetzt auf Wiedersehen. Können wir ruhig schlafen. Es ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Ja, genau. Sir, Sean ist gewickelt.
Aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Pass auf, dass du ihn nicht durch zersägst mit deiner Säge da. Mal hier reingucken. Was haben wir denn hier drin? Wir haben hier Winsterpüree, fancy Letzkuchen, Lamb-Core Mac and Cheese. Mindestens haltbar für immer. Für immer haltbar, das ist sehr schön. Es gibt hier noch viel mehr, was man anklicken könnte. Hier zum Beispiel das. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Und auch im Kühlschrank gibt es Dinge. Setup Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. Ja, gut, wir gehen ja auch schon ins Zimmer. Die Türen zu. Die können wir mal reingucken. Was schon wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auto fahren lernt. Tja, das dauert aber noch, glaube ich. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Mit dem da oder mit dem Auto? Entweder er wird ein Schreibgenie oder super daran, Klötze aneinander zu hauen. Ich will noch mal gucken. Ach, gehen wir wieder rum. Meinst du, das findet er gut? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Mal gucken wir da mal, was der kleine Roboter schon wieder angestellt hat. Hast du irgendwas umgeschmissen? Ja, gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole. Hey, Cotsworth. Pennsylvania. Mein Gott. Schatz? Was ist los? Wir müssen zum Vault. Sofort! Oh, wir müssen zum Vault, Cotsworth. Auf Wiedersehen. Cotsworth. Bis dann, Kumpel. Einwohner von Sanctuary Hill. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Wo muss ich lang? Hey. Laufen Sie über die Brücke! Naja gut, ich laufe über die Brücke. Komm, Nora! Schneller! Was hast du zu sagen? Hey! Zum Tor des Vaults! Na gut, Nora? Oh, du bist schon wieder vor mir. Hast du gut gemacht, Nora. Oh, unser Vertreter. Hallo? Im Programm, da treten Sie... Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay. Danke. Viel Glück, Ma'am. Sie beide, möge Gott uns helfen. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Treten Sie bitte auf die Plattform! In die Mitte! Oh, schnell hier rauf! Wir sind Auserwählte! Fast geschafft! Es wird alles gut! Ich liebe euch! Das ist ja auch auserwählt! Euch beide! Wir lieben dich auch! Oh mein Gott! Oh nein! Eine Atomexplosion! Festhalten! Geht das nicht? Und die Druckwelle kommt genau auf uns zu! Das haben wir gerade noch mal geschafft. So. Jetzt sind wir hier in der Wand drin. Geschafft. Wir haben es geschafft. Na, wir haben es geschafft, genau. Mrs. Whitefield haben es auch geschafft. Mr. Russell auch. Mr. Abel. Mrs. Abel haben es auch überlebt. Eine bessere Zukunft im
Untergrund. Also gehen wir. Ja. Was ist denn für einen überhaupt? Also ne, er hier. Mr. Russell. Hey. Nein, nein, denken Sie nur nicht. Eine gottverdammte Atombombe. Ja, das war eine Atombombe. Und dann durch die Tür. Kommt, Nora, wir drehen uns vor. Männlich. Ja, männlich. Männlich. Nehmen Sie mal bitte. Ja, Mr. Abel, Sie sind dran. Ja, Mr. Abel, los jetzt. Nein, Mr. Abel, Sie müssen schon die Markierung folgen. Ne? Also Sie können nicht einfach hier abbiegen. Das ist eine durchgezogene Linie. Das geht nicht. Ja, schön. Sie geht einfach mal hier durch den Research Area durch. Drängelt sich vor. Was wie ist die denn drauf? Willkommen im Vault 111. Ja, Sie werden sich hier schon ja, bald zu Hause. Ja, hallo. Hat noch ein bisschen zu viel Speck gehabt, der Typ da. Das da? Soll ich das nehmen? Danke. Und was jetzt? Nora, du musst doch. Nein, noch ganz warten. Folgen Sie mir. Ja, dann gehen Sie doch mal vor. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch no smoking. Oh, unser Zuhause. Sir? Hey. Gehen Sie weiter. Oh Gott, Schatz. Geh du doch weiter. Geschafft haben. Ich weiß, es ist eine schwere Zeit. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Prima, oder? Der Wort ich streiche alle die so von der Liste, die hier reinkommen. Entschuldigung. Jede Menge Namen zu bearbeiten. Ich bin froh, dass es so viele Leute geschafft haben. 6 oder so. Entschuldigung. Folgen Sie einfach Ihrem Betreuer. Na ah, gut. Ja, hallo. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Was ist das? Entschuldigung. Betreten Sie den Raum, wenn Sie so meinen. Den Raum habe ich betreten, das ist ein Raum. Lassen Sie sich ruhig Zeit, wir haben es nicht eilig. Na dann. Wer ist mein kleiner Held? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Da ist er, siehst du? Papa ist ganz in der Nähe. Okay. Schatz? Geno, ich warte kurz, bis Sean sich beruhigt hat. Naja, gut. Da soll ich jetzt reingehen? Hey, gehen Sie einfach rein. Na gut, die Dekontaminierungskapsel. Sieht mir gar nicht so aus. Die Frage ist ja, wenn ich kontaminiert bin und hier reingehe, seid ihr dann auch kontaminiert? Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen. Zeit für ein ganz neues Leben. Es ist zu spät zu sein, dass ich klaustrophobisch bin. Ja? Nein? Ah, was ist jetzt passiert? Wir frieren. Wir wurden eingefroren. Da haben wir gleich verdächtig vor. Irgendwie. Oh, wir können es wieder bewegen. Mach sie auf. Lass mich raus. Was macht er da?
Oh, sie lebt aber noch. Das Kind auch schreit. Der Typ hat eine Waffe, das gefällt mir nicht. Oh Mann. Ich sage Ihnen das nur einmal. Gegen das Glas hauen. Wow. Sie wurde erschossen. Der eiskalte Typ. Sieht ja auch. Ich müsste ja uns noch sehen. Okay, wir frieren wieder ein. Oder so ähnlich. Das stimmt ja fast. Ach, jetzt geht die Tür auf. Reich unverzüglich verlassen. So, da wollen wir mal gucken. Zeitreise für Anfänger. Aha. Wie viel Zeit ist denn vergangen? Ein Tag? Zwei? Auf jeden Fall wieder draußen. Wir sehen ja alle nicht so gut aus. Gott! Warum soll der Vortec das tun? Warum nur? Nora sieht auch nicht gut aus. Das muss doch irgendwie aufgehen! Pressure Release, da. Dran drehen. Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott, geht. Na, Nora, lebst du nicht? Ich finde den, der das getan hat. Lieber nur, ich schaue zurück. Versprochen. Das ist auf jeden Fall unser primäres Ziel, unser Kind wiederfinden. Wir wissen nur nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Kann doch nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Oh, sieht aber auch Hallo? Nicht gut aus. Ist da wer? Sind schon alle tot. Willkommen bei Termlink von Robo Industries. Danke für Ihr Vertrauen in Walltech. Kryo-Anlage. Offline. Vorzüglicher Abbruch führte zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überbrückung festgestellt. Steuerung deaktiviert. Lebenserhaltungssysteme. Lebenserhaltungssysteme offline. Vorzeitiger Abbruch führte zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überbrückung festgestellt. Steuerung deaktiviert. Kapsel-Insassen-Status. Nora und Sean zockt. Kleinkind. Insassen-Status unbekannt. Manuelle Überbrückung der Kapseltür aktiviert. Das heißt, die wurden rausgelassen. Also haben wir ja gesehen, dass der Sohn geklaut worden ist. Und sie wurde danach wieder eingesperrt. Mrs. gestorben. Todesursache ersticken. Aufgrund Versagen der Lebenserhaltungssysteme. Das heißt anscheinend, als sie das gemacht haben, ist da was kaputt gegangen. Zockt, unbekannt, fernsteuerte Überbrückung aktiviert. Mich wundert es, dass er nicht feststellen kann, dass sie denn noch da drin war. Die sind wahrscheinlich alle tot. Weil das Lebenserhaltungssystem war ja kaputt gegangen. Aber warum leben wir denn noch? Oh, es ist nur ein paar Stunden vergangen. Wir wissen es ja nicht. Also ich mache die erste Folge hier ein bisschen länger und die nächsten Folgen werden dann wahrscheinlich immer so 30 Minuten betragen. Aber wir wollen natürlich hier aus dieser Vault noch rauskommen. Was haben wir hier? Also wir sollten auf jeden Fall alles Schrott mal, solange wir tragen können und Vault und so, mitnehmen. Hier ist auch wieder ein Computer. Naja, das ist schon sehr gut. Da kann ich jetzt sehen, dass die auch alle tot sind. Da wird sich aber nicht viel verändert haben, weil die Lebenserhalte sind ja tot. Ist kaputt. Warum? Ja, warum? Warum haben die das getan? Also, ich sehe hier aber auch keine Sicherheitskräfte und sowas. Wir haben Hammer.
Wir haben unsere Fäuste. Man kann natürlich auch noch so rumlaufen, aber ich glaube, ich will eigentlich mehr nein. Das ist der erste Gegner anscheinend. Mehr nein. Oh, hier ist unsere letzte Waffe. Mehr in der Ego-Perspektive spielen. Schöner. Kommt dann realistischer rüber. Genutzt das Klemmbett und Zigaretten. Ja, alles mitnehmen. Sicherheitsterminal gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Willkommen bei Terminal von Robot Industries. Freigabe Vault-Tec Sicherheit. Vault 1 Sicherheitsanweisung. Vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Verstoß VTP 01011. Vault 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung der Scheintodes bei unwissenden menschlichen Testobjekten zu ermitteln. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Insubstitution oder Behinderung des Vault-Betriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Also, wir haben hier gerade festgestellt, dass das alles ein Riesenschwindel war und wir sollten, also eigentlich wurden wahrscheinlich auch schon Leute hier reingelotst, bevor überhaupt die Atombomben gefallen sind. Dass die jetzt gefallen sind, war natürlich auch Glück für uns, aber eigentlich sollte getestet werden, wie Menschen reagieren, wenn sie halt eingefroren werden. Betriebsprotokoll Handbuch. Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Vault-Tec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich anzufinden und bei der Aufnahme der Vault-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, die Vault zu evakuieren. So. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie zu ihnen zugewiesenen Chirokapseln. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle Bewohner in ihren... Ja. Alle Bewohner wohin? Geht nicht weiter. Man kann nicht weiter runterfahren. Okay. Mitarbeiterpflichten. Wissenschaftlich mehr gut, das ist. Was machen Sicherheitspersonal? Gebäudeverwaltung, ja gut, das ist alles Quatsch, glaube ich. Entwarnung und Evakuierung. Entwarnungsnachricht. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Vault-Tec die Oberfläche nach Anzeichen für resultierender Gefahr, wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weitere Angriffe und andere Fraktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält diese Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Vault-Tec-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht im Vault-Tec in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden, einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Vault-Tec-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert um sie. Um sie was? Kümmern? Also, da fehlt doch Text. Obligatorische Schutzzeit. Vault 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und Grundlagenwartungsarbeiten durch, bis das Entwarnungssignal zum Evakuieren erhalten wird. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern Vault 111 gestattet, den Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren. Es sei denn, sie erhalten den Entwarnungsnachricht von Vault-Tec. Das Ding ist, wir haben ja auch gerade gelesen, selbst wenn die halt eine Entwarnungsnachricht gegeben hätten, hätten sie uns hier zurückgelassen. Weil unter keinen Umständen dürfen eingefrorene Personen evakuiert werden, stand da. Tja, ja, böse Menschen waren die von Vault-Tec.
So. Drücke Maus 1, um anzugreifen. Ja, ich glaube, das werde ich mal tun. Ich möchte mich anschleichen. Entdeckt. Ich wurde entdeckt. Vorsicht. Sie wurden entdeckt. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Du, ein bisschen größer als normal. Das ist auf jeden Fall. Wo geht's hier hin? Oh, hier geht's. Irgendwo hin, da muss ich lang. Dann gehen wir erstmal hier rein. Gewitters. Flaschen. Kochplatte. Ne, wollte ich nochmal was kochen wollen. Da ist nichts drin im Kühlschrank. Toaster. Und hier haben wir nochmal wieder ein. Computer. Oh, und ein Sturmfeuerzeug und Zigarette. Nehmen wir doch mit. Willkommen bei blablabla Industrie, Volt Freizeitterminal, Aufseher-Memo. Danke da, denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminal ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann diese Privileg jetzt wiederrufen werden. Genießen Sie fernvoll dieses Terminal. So. Top 10. Band abspielen. Oh, Top 10 gibt's. Band abspielen. Gut, da gibt's ein Spiel drauf. Start. Oh, hier guck mal. Minispiel im Spiel. Ja, get, ja, ready. Ready to go. Oh. Das war ja ein Fail. Ob wir das schaffen, da oben hin? Das erste Level haben wir schon mal geschafft. Ja, das zweite ist schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, wir können diesmal hier nicht runterfallen. Schnell. Mal, dass es ja wieder hochgeht. Zwei Level geschafft. Schaffen wir das dritte Level auch noch? Falsch gemacht? Man weiß es nicht. Nicht play again. Quit game. Jetzt. Rote Band auswerten. Rote Gefahr hinzugefügt. Tab verlassen. Sehr schönes Minispiel. Haben wir sogar mitgenommen. Können wir vielleicht irgendwann nochmal wieder spielen. Wir haben immerhin es bis zur Ebene 3 geschafft. Bei unserem ersten Versuch. Nicht schlecht. Es sieht mir alles so leergeräumt aus. Ich frage mich echt, was hier passiert ist. Also hier ist ja nichts mehr drin. Sehr eigenartig. Wir müssen auf jeden Fall hier lang. Da werden wir mal nicht entlang gehen. Nachher sind wir noch tot. Das wollen wir ja nicht. Oh.
Nein, das wollte ich nicht. Ich will hier nicht. Ach, mit V kann man raus. Ich dachte, mit V aktiviert man dieses. Mit Q vielleicht. Ah, mit Q macht man das. Okay. Nein, Tab. Ja, ich möchte gerne das und jetzt E. Oh, Entschuldigung, Leute. Bin auch ein bisschen kränklich. So. Oh, was ist denn passiert? Also, wenn hier ein Skelett rumliegt mit einem Wort 111, das muss aber schon ein bisschen länger her sein, glaube ich. Kann ich das hochheben? Nee. Kann ich nicht hochheben. Simpacks könnte ich zu 30% deiner maximalen Gesundheit wiederherstellen. Eine Pistole. Eine Brille. Wie man sehen kann, habe ich einen Mod installiert, dass er die Waffe nach unten hält. Finde ich persönlich sehr schön. Ich habe dann noch einen weiteren Mod installiert. Ich hoffe, der funktioniert auch. Dass es dunkler ist draußen, also dass nachts wirklich dunkel ist. Also ist das Spiel gleich so dunkel. Ich habe es auch schon mal ein bisschen gespielt, aber noch nicht so weit. Ich war maximal, glaube ich, in der ersten Stadt, die man selber hatte. Habe ich ein bisschen gespielt. Das Spiel ist ja schon länger draußen. Damals konnte man noch das Ding hier ganz einfach kriegen. Oh. Da ist auch wieder kälter geworden draußen. Nett. Deswegen bin ich krank. Dich hole ich mir später. Ja. Also früher konnte man das im Hund, den man später kriegt, kriegt man auch, wenn man die erste Stadt dann hat, bevor er schon, könnte man sagen, hier Hund, such mal hier nach Waffen und dann hat er die da aus dem Meisterschloss einfach, der konnte die einfach irgendwie rausholen. Aber es geht nicht mehr. Das haben sie gefixt. So. Da haben wir noch ein Sicherheitsterminal. Hier in einer Haarklammer. Da haben wir einen Bleistift. Ich meine, einen Bleistift. Kann ich mal gut gebrauchen. Hier ist nichts drin. Toilette haben wir hier. Ist auch nichts. Okay. Hier noch was holen. Ab und uns klemmen und Zigaretten. Hier noch irgendwas. Irgendetwas. Komm, jetzt eigentlich nochmal hinsetzen. X. X war Auto. Oh, da. Guck mal hier. Drohen sie denn? Ist ich. Ah. Doch mit Steuerung. Okay. Steuerung kann man sich in den weiß man auch versteckt steht auch da. Und so, damit die Augen aufmachen. So. Müssen, glaube ich, jetzt. Das ist auch schon eine Weile her, wo ich das gespielt habe. Hier rein. Vault-Text-Anweisung für den Aufseher. Vertraulich. Nur für den Aufseher. Rot 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkung des Scheintodes bei unwissentlichen Menschen. Das hatten wir doch schon. Während die ihre Mitarbeiter werden als Emberi angesehen. Oder werden als Verbrechen angesehen und ich verstehe nicht, warum das nicht richtig angezeigt wird. Ne, Seite 2, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, aber das ist schlecht. Auf sehr Logbuch, da gucken wir nochmal rein. Vorbereitung, anhand des Oktober-System-Defekt-Vorräte werden knapp. Gucken wir uns den 3. Oktober an. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen fehlt, als wir den Eingang versiegelten. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatte. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht
hegten. Aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie mussten von allem überwältigt gewesen sein, um die Kyro-Kammer in Frage zu stellen. Tja, die haben uns auch gesagt, eine Dekompressionskammer. System defekt. Komischer Vorfall heute mit Kapsel C3. Das Subjekt schien Herzrasen zu haben. Nichts lebensbedrohlich, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kyro-System hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, ein Fehler in Voltecs externer Überbrückungssystem hat dazu geführt, dass ein fehlgeschleudertes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass ihr System zuverlässig weiterarbeitet, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Ja, wir sollten hier einfach zurückgelassen werden. Vorräte werden knapp. Es gab noch keine Entwarnungssignale, obwohl die 180 Tage obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Das ist ein halbes Jahr. 60 Tage. Ein halbes Jahr ist aber nicht viel. Es war nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen. Und trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir eigentlich noch hier unten machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen. Wenn wir die Vault-Versiegelung so früh öffnen. Wenn die Vault-Versiegelung. Der ganze Sinn der Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen von der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Vault nicht öffnen. Unsere Vorräte reichen nicht mehr aus. Und ich möchte gerne Seite 2 sehen. Wo ist Seite 2? Achso, ich muss Enter drücken. Ah, jetzt habe ich es rausgefunden. Nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Evakuierung kommt. Meuterei. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen bestrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen. Wer wie viel von den wenigen Vorräten erhält. Ich war mit der Reaktion dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun dann habe ich mich mal zu stopfen. Okay, aber da steht immer noch nicht, was hier passiert ist. Wir haben keine Ahnung, was hier passiert ist. Kyrulator, ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kyrulator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichend Menge der benötigten Chemikalien und Komponenten, um den Prototyp arbeiten zu können. Einen schönen Zeit vertreiben werden wir auf grünes Licht warten. Das ist das Ding, was wir da gesehen haben. So, wir haben das Ding geöffnet. Jetzt auch schon bei knapp 50 Minuten. Oh, hier sind wieder Spinnen. Das will ich nicht. Die Spinnen, die kriege ich auch immer noch so tot. Hallo? Die Spinnen kriege ich doch voll noch so tot. Danke. Ach, Spinnen. Kann ich sagen, ist besser. Natürlich. Wie ist das? Kann ich sagen, immer noch kein. Müssen wir keine teure Munition verschießen. Gibt immerhin keine Munitionfabriken mehr, ne? So, Schiebetür öffnen. Oh, noch eine Kackelacke. Da kommt noch einer irgendwo aus dem Loch gekrochen. Ja, man weiß nicht, wo sie herkam. Linke alt. Ja. Das ist stark, oder was? Ja. So, was haben wir denn hier für ein Skelett? Ist das alles, was noch übrig ist? Alles Skelett. Also, das sieht mir aber aus wie ein Voltec-Mitarbeiter auch. Was fragt man denn? Nee. Der Gegenstand ist so schwer, ihn zu tragen, sagt er. Ja klar, aber ich kann das Ding tragen. Aber ein Skelett kann ich nicht tragen. Weil es so schwer ist. Ist klar.
klar. Lebt denn überhaupt noch wer? Ist mir nicht so aus. Hat das jemand nach draußen geschafft? So, hier können wir vorne nicht durch. Nehmen wir nochmal Matronen. Hier unten mal Matronen. Ich bin mal erstmal hier runtergegangen, hab mir gedacht, ist da irgendwas? Nein, da ist nichts. Warum braucht man da nichts? Da hätte ich irgendwo was versteckt. So, jetzt haben wir hier. Da ist er doch endlich. Der Peep-Boy. Den wir schon so lange warten. Das Schöne ist, dass ich auch ein Tablet besitze, das ich, ach, gar nicht hier habe. Das habe ich verlegen gerade. Ich kann das vielleicht mit dem Handy machen, dass ich die Karte immer vor mir sehe. Mal gucken, ob ich das hinkriege. So, was haben wir denn hier? Synchronisiert noch Daten. Internalisierung. So, mit der Maus wählst du einen Reiter. Mit Maus 1. Aha. Ah, wir können das so den Bereich. Aha. Achso, ja. Ja, und die wechselst du. Achso, okay. Die Bereiche. Kann ich aber auch mit der Maus einfach wechseln. Jo. Drücke das. So. Wir haben es auf jeden Fall mal geschafft. Wir können jetzt. Ah, genau. Wir können jetzt ja hier. Pip-Boy noch einstecken. Mord für Regelungssequenz eingeleitet. Bitte zurücktreten. Bitte zurücktreten. Warm bei dem Spiel. Ich verstehe gar nicht warum. Übrigens ist es doch nicht so wie bei The Division, dass das irgendwie die Prozessor oder Leistung nicht ausreicht. Also hier sollte nichts lecken, zum Glück. Hier wird immer nur die Grafikkarte total heiß bei dem Spiel. Man weiß aber nicht wieso. Das ist bei dem anderen Spiel nämlich nicht der Fall. Sehr, sehr komische Spiele. So. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Hier sind wir damals hereingekommen, als wir in der Atombombe geflohen sind. Und ich werde hier an der Stelle jetzt sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir die World verlassen werden. Tschüss!